Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich mal euch ein paar Vintage-Füller zeigen, die ich von einem meiner Abonnenten, dem Holger, zugeschickt bekommen habe. Ja, also lieber Holger, vielen Dank noch einmal. Ich habe ja mit dir privat per WhatsApp Kontakt und vielen herzlichen Dank noch einmal hier über den YouTube-Kanal, dass du mir diese beiden schönen Füller zugeschickt hast, zum Reviewen quasi, damit ich es hier auch den anderen Leuten mal so ein bisschen zeigen kann. Vintage-Füller, sage ich gleich, Leute, ist nicht meine Baustelle. Ja, also ich bin mit modernen Füllern besser, also kenne ich mich ein bisschen besser aus als mit Vintage-Füllern. Ich bin auch nicht der Allerbeste darin, jetzt Informationen über solche alten Dinger herauszubekommen, ja. Ein bisschen was habe ich herausbekommen von diesen beiden Füllern. Einmal hier dieser Schäfer-Ballons und einmal den Schäfer-Lady. Ja, das ist ein Füller mit ja, Quetschkonverter, kann man sagen. Ja, mit einem Quetschkonverter. Und den zeige ich euch aber dann im nächsten Video. Und das ist der Schäfer-Ballons, den man hier betintet mit diesem Hebel hier. Ich werde jetzt diesen Hebel nicht betätigen, weil als ich den Füller zugeschickt bekommen habe, habe ich Spielkind, wie ich bin, daran herumgespielt und habe gedacht so, oh, geilen Hebel, ja, und zieh an den und dann macht's, tja, und meine Hand war voll. War voll mit der Tinte, die vorher drin gewesen ist, Diamine November Rain. Ich habe den Füller neu befüllt, auch mit Diamine November Rain. Und ja, also Schäfer ist eine alte Marke aus Amerika. Der Ballons, wenn ich jetzt richtig gelesen habe im Internet, ja, also dann ist der Ballons auf den Markt gekommen 1913, also doch schon recht altes Ding. Im Laufe der Jahre gab es dann noch so ein paar Veränderungen und dann irgendwann ist er verschwunden und dann kam er irgendwann wieder und den gibt es auch in verschiedenen Farben. In Rot, ganz in Schwarz gibt es den auch und ich habe jetzt hier die, wie ich dachte, es wäre eine gelbe Version, weil es doch recht Vintage-gelbmäßig aussieht, ja. Aber der liebe Holger, der hat mir gesagt, es wäre grün. Ja. Also ein schönes Vintage-Grün, kann man so sagen, ja. Das ist vom Material her, würde ich sagen, so in etwa das gleiche wie bei diesen Pelikan Sovereign Modellen. Ja, also auch mit diesen Streifen hier dabei. Ja, so in der Art auf jeden Fall. Ist schon schick. Der Clip ist da. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als brauchbar bezeichnen, weil er ist doch recht steif. Ja, und so funktioniert er recht gut als Rollstop, ja, also dass er nicht vom Tisch rollt und so. Naja. Der Füller, der hat, also die Schäfer-Modelle, die haben alle auf der Kappe diesen weißen Duppe da, ne? Also das Duppsche da, also den weißen Punkt. Dieser Punkt bedeutet im Prinzip nichts anderes als ein Symbol für die lebenslange Garantie, die Schäfer auf seine Füller gibt oder gegeben hat. Wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, ob mit lebenslang oder lifetime, wie es im Englischen heißt, gemeint ist, solange bis der Füller kaputt geht oder solange, wie es dauert, bis der Inhaber kaputt geht. Also sprich, wie lange es dauert, also solange der Käufer, der Eigentümer des Füllers am Leben ist, bekommt er diesen Füller ersetzt oder repariert oder was auch immer, ja, so. Und da bin ich jetzt nicht so ganz dahinter gestiegen. Die Füller sind aber auch bestanzt, ja. Ob man das sehen kann, weiß ich jetzt nicht so genau. WA Schäfer Pen Corporation, dann das, was darunter steht, ist schon recht alt, also das kann ich kaum noch erkennen. Und irgendein Datum kann ich noch erkennen. Dezember. Weiß ich nicht mehr, ja. Es gibt aber auch noch so spezialisiertere Ballonsfüller, die dann nicht nur die
also diese Prägung hier drin haben, die von Werk auf drin ist, sondern auch, man konnte sich wohl damals den Füller auch nochmal extra bestanzen oder gravieren lassen mit seinem Namen zum Beispiel oder so, was auch einige getan haben. So, was diese beiden Löcherlein hier bedeuten, weiß ich jetzt nicht. Ja, also das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wenn ich jetzt den Füller herausnehme und hier durchschaue, dann kann man schon sehen, dass das durchaus, es könnte vielleicht ein Atemloch sein oder keine Ahnung. Was ja wiederum bedeuten würde, dass Luft an die Feder käme, was ja das begünstigen würde, dass die Tinte wieder eintrocknet. Weiß ich jetzt nicht, ne? Also kann natürlich sein. Die Feder an sich ist so eine richtige, schöne, alte Vintage-Feder. Also Schäfers Lifetime ist ja drauf gestanzt und Made in Canada. Ja, und ich habe die Feder natürlich vorher schon ausprobiert. Ich finde, sie ist stockensteif. Also, wenn es eine Goldfeder sein soll, dann ist die sehr hart, also sehr fest quasi. Ja, so, aber um den Füller mal so im Vergleich zu anderen Füllern zu zeigen, ich fange jetzt mal an. Einmal zum Beispiel hier den Pelikan M1000, das ist der derzeit größte, den ich in meiner Sammlung habe. Dann den Twisby VAC 700, der ist auch noch relativ groß im Vergleich hier mit dem Balance, im Vergleich mit dem Lamy 2000, den man ja auch irgendwie schon als eine Art Vintage-Füller sehen könnte, da das Modell ja auch eigentlich schon relativ alt ist, ja, weiß nicht. Auf jeden Fall dann noch vielleicht einen Diplomat Excellence A+. Und was nehme ich da noch? Darf auch nie fehlen. Der Pelikan M200. Ja, vielleicht mal direkt im Vergleich. Und der Caveco AC Sport. Ja, so. Also man sieht, er ist ein bisschen so, ja, so Standardgröße, würde ich sagen. Ja, Standardgröße kann ich auch mal noch den Twisby Eco dazulegen, um das mal direkt zu vergleichen. Ja, also ein bisschen kleiner als ein Standardgrößenfüller. Ja, so, und wie schreibt er denn? Schauen wir mal. Also, der Füller ist natürlich, kann natürlich gepostet benutzt werden. Ist auch von der Länge her auch okay. So, dann habe ich jetzt hier den Schäfer Balance. Ja. Da leider nicht draufsteht, welche Federbreite das ist, würde ich mal jetzt vermuten, anhand von der Feder, also von der Strichvarianz, würde ich mal sagen, es ist eine feine Feder. Ja, die Tinte ist Diamine November Rain. Ja, und mal ein kleiner Satz. Ja, auch ein sehr bekanntes Zitat, kennt jeder. Und die Feder. Wenn es eine Goldfeder ist, dann ist sie stockensteif. Ja, also sowieso eine richtige Stahlfeder, würde ich sagen. Linienvarianz bekommt man da nur sehr schwer heraus. Also man muss echt krass drücken, damit man dann so ein bisschen was herausbekommt an Linienvarianz. Dafür ist der Tintenfluss,
Okay, ja, also es gibt trockenere Federn, sage ich jetzt mal, und er hat soweit eigentlich keine Aussetzer. Ja, hier vorne bei dem N hat es erst ein bisschen gehackt, aber ich glaube, das war eher ein Fehler von mir gewesen, weil die Feder hat ein bisschen Feedback. Ne? Also dadurch, dass sie ja so dünn ist, würde ich sagen, hat sie ein gewisses Feedback. Sie kratzt nicht, es ist wirklich nur ein Feedback, dass man, wenn man es möchte, natürlich ja, mit einem Stückchen, wie heißt das, Micromesh beseitigen könnte oder sowas. Mache ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ist ja nicht mein Füller. Und ja, okay. Das ist der Schäfer Balance. Ich muss sagen, wenn ich mir so die Kappe so anschaue, ist natürlich, ne, ist eine Kappe zum Draufschrauben. Für mich wirkt die Kappe jetzt nicht unbedingt so zuverlässig. Also es ist auf jeden Fall kein Füller, den man so in die Hosentasche steckt, würde ich sagen. Weil es doch relativ schnell sein kann, dass sich die Kappe löst und ja, ich weiß nicht. Ja. Vor allem auch, man muss auch mit aufpassen mit diesem Hebel. Ja, man sieht es ja hier. Ich mache hier quasi gar nichts. Ne? Also ich habe ihn jetzt hier dran gedrückt und man sieht, der Hebel kommt jetzt hier so, hat so ein bisschen, so, hat so ein gewisses Spiel. Ob das so sein soll, wage ich zu bezweifeln. Kann unter Umständen, wenn man eine falsche Handbewegung macht, auch dann zu einem Desaster enden. Naja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, das war's dann erstmal zum Schäfer Balance, den mir der Holger zugeschickt hat. Noch einmal vielen herzlichen Dank für das Zuschicken, lieber Holger. Ich hoffe, ich konnte das hier irgendwie so einigermaßen gut zeigen. Und ja, als nächstes kommt dann der Lady dran. Und da bin ich ganz gespannt, wie er so schreibt. Und ihr bestimmt auch. Ja. Gut, Freunde, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten bis zum nächsten Review. Bis bald und ciao.